Wie schön. Ja, hello. Ja, ich bin Engländer, aber eigentlich bin ich hier in Deutschland geboren. Ich war genauso geschockt. Aber in England aufgewachsen. Tja, eine Kindheit im Regen. Tja, England ist ein schönes Land. Es braucht nur ein Dach. Und wir Engländer, unsere Nationalhymne passt perfekt zu unserem Wetter. Denn wir Engländer haben die wohl langweiligste Nationalhymne der Welt. So deprimierend. Schon bei der Eröffnungszeremonie jeder Olympischen Spiele ist eins ganz klar. Hey, ihr Engländer, mit dieser Nationalhymne habt ihr keine Chance. Ihr habt uns beim Einmarsch der Eröffnungszeremonie gesehen. Ja, da marschieren wir Engländer ganz stolz hinter unserer Flagge. Engländer auf dem Weg zum Gold. Schritt für Schritt immer tiefer in der Depression. Nach 100 Meter haben wir den Willen zum Leben verloren. Tja, wir haben nicht die geringste Chance gegen diesen kleinen Nationen aus der dritten Welt. So Mosambik, Äthiopien, Belgien. Ja, klar, mit ihren zackigen Nationalhymnen. Ich sage euch, beim Einmarsch der Eröffnungszeremonie, nach einer Runde haben wir die Engländer dreimal überholt. Es ist kein Wunder, dass wir Engländer so viel saufen. Ja, da ist er, der Engländer, stolz seines Nations. Spät Samstagabend auf dem Weg nach Hause. Alles klar? Fragt jeder. Alles klar? Dieser Mann ist der unalles klarste Mensch der Welt. Alles klar? Er ist so unalles klar. Er kann nur mit einem Bein gehen. Und fragt sich, warum es so lange dauert, bis er nach Hause kommt. Da ist er mitten auf der Straße auf der Suche nach seinem Hausschlüssel. Den hat er ein paar Straßen hinter sich verloren. Aber hier ist das nicht besser. Aber noch besser sind die, die vorgeben, noch nüchtern zu sein. Ja, die alle versuchen uns mit dem gleichen Trick zu überzeugen, dass sie alles unter Kontrolle haben. Ja? Sie gehen in Eile. Dieser Typ. Keine Ahnung wohin, aber ganz eilig. Denn sie gehen nach Hause und sie versuchen, Liebe zu machen. Mission Impossible. In diesem Zustand, das ist wie Billard spielen mit einem Seil. Ich meine, der Wille ist da, aber die Technik fehlt. Ich liebe es. Nur die Frauen unter euch lachen. Alle Jungen sitzen da. Was für ein Arschloch. Ich meine, kein Problem, jeden Samstagabend. Kein Problem. Was für eine schöne Stimmung. Apropos schöne Stimmung. Ich war neulich in England bei einer Beerdigung. Ja, und die ganze alte Verwandtschaft meiner Familie war dabei. Ja, sah aus wie Jurassic Park, aber ohne Zähne. Ja, wir alle standen am Grab. Die Zeremonie war lange vorbei. Es gab eine lange Stille, die von meinem Großonkel John gebrochen wurde. Er fragte meinen Großonkel Norman, sag mir Norman, wie alt bist du jetzt? Und Großonkel Norman antwortete, 93. 93. Es lohnt sich nicht für dich, nach Hause zu gehen. Es war schön, weil die beiden fingen an zu lachen und weitere Witze zu machen. Das stimmt, das stimmt. Jeden Morgen stehe ich auf. Und als erstes lese ich die Todesanzeigen. Und wenn ich nicht erwähnt werde, dann mag ich Frühstück. So immer weiter wie ein Comedy-Duo. Ja, du bist alt. Habe ich nicht? Nein, nein.
Ich renne immer noch den hübschen Mädchen hinterher. Oh, ich auch. Aber ich hab's vergessen, warum. Tja, die Situation ist immer hoffnungslos, aber nie ernst. Anders gesagt, always look on the bright side of life. Good night.